Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und zwar ist gerade der Zalando-Adventskalender bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in den 24 Boxen dieses Adventskalenders verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender ist tatsächlich ein bisschen anders. Also das ist so ähnlich wie bei dem Douglas Adventskalender, der auf meinem Tisch steht. Und zwar hast du hier richtig so Schubladen zum Rausziehen. Und wenn du die Boxen nachher entfernst, hast du einfach ein Schubladenschränkchen, was ich super praktisch finde. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den selber dann für mich als Schubladenschränkchen verwenden werde. Ich glaube schon, weil ich das einfach ultra praktisch finde. Also hier hast du nicht nur wiederverwendbarer Boxen Adventskalender, sondern auch noch on top. Es ist einfach eine Schubladenkiste gedönsen, wie auch immer. Bin ich super gespannt, was da noch drin ist. 79,95 kostet der auf Zalando.de. Ich habe immer wieder gegeiert und geguckt und geschaut, wann zur Hölle ist dieser Adventskalender endlich online. Und als er endlich online war, habe ich mich erstmal gefreut wie Bolle. Dann habe ich das auf Instagram gepostet. Folgt mir gerne, ich heiße IduIQP. Da poste ich alles Mögliche, was ich als irgendwie interessant und wichtig erachte. Genau, das kommt dann in der Story. Und ich hatte den letztes Jahr nicht bekommen. Und jetzt habe ich ihn und ich bin wirklich gespannt. Ich kann ihn jetzt nicht irgendwie so in den Hintergrund stellen oder so. Das ist ein bisschen schade. Ich ziehe mal die beiden Schubladen raus und zeige dann erstmal, wie sie so aussehen. Das hier ist die erste Schublade. Die sieht schon mal ganz schön bunt aus. Also null weihnachtlich, finde ich. Ne? Also das ist halt in einem Roségold außenrum zu, aber das innen drin ist jetzt nicht weihnachtlich. Okay, und das andere sieht genauso aus. Ich werde es vor mich hinstellen, denke ich mal. Nee, ich stelle es in den Hintergrund und kann dann die Boxen so rausnehmen, glaube ich, oder? Na, wir gucken mal. Ich muss noch gucken, wie ich das am besten stellen kann. Ich sag schon mal vorweg, ich kann heute nicht so gut riechen. Ich habe nämlich heute oben bei uns im Badezimmer, in der Mietwohnung, das Badezimmer richtig, richtig sauber gemacht und mit Schimmelentferner gearbeitet. Deswegen hatte ich auch keine Lust mehr, mich zu schminken. Also ich habe ein bisschen Mascara und Lippenstift drauf und das war's. Also wer denkt, ich sehe heute krank aus? Nein. Ich bin einfach nur ungeschminkt, Leute. Genau, deswegen kann ich heute nicht so unbedingt gut riechen. Ich versuche es aber, okay? Du kannst übrigens auch in diesem Video was gewinnen. Und zwar habe ich hier die Batik Contour Palette. Das ist die Contouring Palette mit den ganz normalen Contour- und Bronzerfarben. Und hier hat es dann verschiedene Puder. Ja, ganz normal Brighten, Banana und Fixing Powder, ne? Ja. Die kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach, dass du mir unten in die Kommentare reinschreibst, mit welchen Produkten du dir ein Fullface wünschen würdest. Irgendwas riecht hier gerade komisch angebrannt. Ja, ich musste meine Kerzen gerade ausmachen, weil mein Billigregal gerade oben etwas schwarz wird. Oh Mann, Claudia und Feuer, ne? Da darfst du nicht alleine lassen. Ich muss wahrscheinlich den Kerzenständer, da vorne wieder hinstellen. Na, ich, super. Oh mein Gott. Das war jetzt echt ein typischer Claudia mal wieder. Erzähl's nicht meinem Freund. So, gut. Habe ich hier einen Feuermelder? Ja. Warum geht er eigentlich nicht an bei sowas? Auf jeden Fall schreibt mir einfach unten in die Kommentare rein, welche Produkte aus den ganzen Adventskalender-Unboxings, die ich dir so gezeigt habe, ich für ein Full-Face-Only-Using-Adventskalender-Products verwenden soll. Ja, so mag wie das. Und dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Und auch wenn du mir nur ein einziges Produkt reinschreibst, vielleicht hier auch aus diesem Adventskalender oder so, ich weiß ja nicht, was drin ist, mach's einfach. Und damit ich dann halt auch schauen kann, was für Produkte ich am besten in diesem Full-Face-Make-up verwenden kann, ne? Ja, so. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert, dass ich gerade hier fast mein Billigregal abgefackelt habe, aber wir legen einfach mal los. Hier haben wir die Nummer 1. Riesenbox, kleines Produkt. Das ist immer so witzig, ne? Okay, es ist von Pi, ein Rosehip Bio Regenerate Oil. Das ist dieses Produkt, das hatte ich tatsächlich schon mal in einem anderen Adventskalender drin. Und da wusste ich auch mal, was Rosehip heißt. Weiß ich nicht mehr. Es ist ein Öl, was du dir quasi auf dein Gesicht geben kannst, um es quasi als Serum zu verwenden. Quasi. Und das soll dann entsprechend dir ein schönes, frisches Aussehen geben. Und das ist auch gar nicht mal so günstig. Wir haben hier drin 10 Milliliter und du machst nur 2 bis 3 Tropfen so auf dein Gesicht. Halt als Serum und danach deine ganz normale Feuchtigkeitscreme drüber. Ja, genau. Ne?
das ist ganz cool, das gefällt mir, das hatte ich bei dem anderen Adventskalender schon drin und fand es da schon cool. Und jetzt habe ich zwei davon und werde eins davon behalten. Die Nummer zwei von Aiko und zwar Travel Size Eye Duo Liquid Eyeliner Line and Enhance. Okay, das ist so ein, von Aiko London hatte ich tatsächlich auch schon mal so einen Eyeliner. Da hatte ich aber nur diesen ganz fetten. Ich weiß jetzt nicht, wie der ist. Der sieht aber nicht so fett aus. Ich glaube auch nicht, dass es der Aiko Fett ist. Eyeliner an sich finde ich ja total praktisch und benutze ich ja auch täglich. Und ja, der sieht nicht so dick aus. Eye Duo Liquid Eyeliner. Lash Enhancing. Ach nein, ist das dann auch noch mit Wimpernserum mit dabei? Das ist natürlich geil, ne? Ja, der hat eine Filzstiftspitze, die jetzt aber nicht ultra dick ist oder so. Ich kann ja mal gucken. Ich habe jetzt heute keinen Eyeliner drauf, dass ich mir den einfach mal setze. Ich hatte übrigens eben diese Mütze im Trockner, ne? Ich habe die in der Waschmaschine gepackt und in Trockner und die hat das überlebt. Ich bin bei sowas ja immer begeistert, ne, wenn das funktioniert. Mütze ist übrigens auch genauso wie mein Oberteil in der Infobox verlinkt. Oh, der geht klar. Ich meine, der ist noch neu, da malt jeder Eyeliner eigentlich fantastisch, ne? Aber der geht klar. Und wenn der dann auch noch ein Wimpernserum mit drin hat, ist es super praktisch. Weil du trägst ja auch genau da, wo du einen Eyeliner aufträgst, dein Wimpernserum auf. Das ist cool. Ja, ne? Kann man so machen. Das gefällt mir. Finde ich cool. Doch. Habe ich einen neuen Eyeliner. Noch einen. Die Nummer 3. Da bewegt sich nicht viel drin. Das ist eine Tüte. Egyptian Magic All-Purpose Skin Cream. Ach, guck mal. Eine ägyptische Gesichtscreme. Hm. Warum auch immer da eine Tüte drum zu ist. For Lips, Face and Body. Ach, guck mal, für alles Mögliche. With Honey and Olive Oil. 7,5 ml sind hier enthalten. Ja, das ist einfach eine Universalcreme, ne? Also so ähnlich wie Nivea. Und das ist 100% natürlich. Weil so klassische Nivea-Cremes, die kannst du ja auch für alles nehmen. Die kannst du für Augen, für Gesicht, für Lippen, für alles Mögliche. Enjoy the Magic steht da drauf. Ist ja 1A eingepackt hier. Wahnsinn. Die muss sackteuer sein, wenn die so fett eingepackt ist, oder? Die sieht so ein bisschen aus wie dieser Carmex Lip Balm, ne? Definitiv. Und sowas mag ich von der Konsistenz her leider nicht so gerne. Das heißt, dass sie wird nicht bei mir bleiben, weil ich sowas dann einfach nicht gerne verwende. Und bevor ich das dann da stehen habe, gebe ich es einfach weiter. Klein, aber fein, die Nummer 4. Ich hoffe, fein. Ich sage das immer so. Ach, schön. Wow. MAC Frost Lipstick. Ach, du ahnst es nicht. Da ist ein MAC-Lippenstift drin. Geil. Geil, 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 geil. Welche Farbe ist denn das? Komm mal raus und zeig dich. Komm raus. Er will nicht raus. Das ist die Farbe Frost. Hä? Oh, ach, du ahnst es nicht. Das ist so ein richtig schöner metallischer Korallton. Den kann ich mir super schön als Topper auch vorstellen, ne? Boah. Der ist von der Farbe her, boah, wie so ein Sleek Blush, den ich auch habe. Der ist so Korall und hat dann so einen Schimmer mit dabei. Boah, ist der schön. Ich will den drauf machen. Ich habe hier so einen Lappen liegen. Der auch mal so langsam in die Wäsche dürfte. Läuft bei mir. Okay, drauf machen. Spiegel. Ich liebe MAC Lippenstifte. Die sind einfach der Shit überhaupt. Das ist so schön. Das ist eine Farbe, ne? Die kannst du solo tragen oder halt als Topper über was drüber. Oh, schön, ne? Ich mag das. Das ist voll krass. Also wenn ich den jetzt so trage, dann macht der halt, ne? Sieht sehr, sehr künstlich und sehr krass aus. Aber stell dir mal vor, du hast so einen roten Liquid Lipstick oder einen roten Lippenstift und gibst den so nur in der Mitte so drüber. Hm, mag ich. Cool. Cool. Ja, coole Nummer 4 würde ich mal so sagen, ne? So ein 22-Euro Lippenstift mal eben. Die Nummer 5 ist ganz schön schwer und groß ist die auch noch. Was haben wir hier? Handcreme. Ja gut, 75 ml von Yogo B. Mit Vitamin E. 72 Stunden soll das deine Hände mit Vitamin A und E versorgen. Antioxidative Extrakte haben, weiße Tee-Geschichten, die irgendwas stimulieren und energisieren.
Okay, aber das ist sehr schlicht. Ist jetzt nicht so wunderhübsch, ne? Oh ja. Ja, riecht halt wie eine Creme dadurch, ne? Das ist jetzt nichts Spektakuläres, würde ich mal so sagen. Da weiß ich noch nicht, ob die jetzt bei mir bleibt oder... Ich glaube, die geht weiter, weil ich habe so viele Handcremes, da brauche ich nie noch eine haben. Leute, hier ist immer was los, ne? Entweder frisst mein Hund meine ganzen Schwämme auf, deswegen stehen sie auch übrigens da hinten jetzt mittlerweile, dass wenn er hier reinkommt, nicht immer hier so in Fressnähe die Schwämme hat, ne? Oder ich fackle hier mein halbes Zimmer ab. Ich habe da vorne auch schon was abgefackelt. Hier ist was los. In meiner Welt passiert einiges. Nikolaus. Das muss krachen. Die 1 muss krachen, die 6 muss krachen, die 12 muss krachen. Hä? Ich habe einen Stein hier drin. Ja. Ein Stein. Rosenthal Gua Sha Natural Lifting Tool. Achso. Gegen Puffy Eyes. Aha. Mit dem gekühlten Gua Sha unter den Augen bis zum Ohr streichen. Aktivierung von für Serum und Öl. Ja, das ist halt wie so ein Jade-Roller, sage ich mal. Da steht auch Rosenthal drauf. Das ist nett gedacht, aber nichts für mich. Ich bin da viel zu faul für. Ja, veganes Produkt, das finde ich auch total witzig. Natürlich ist ein Stein vegan. Jetzt so witzig gerade. Okay, es ist aus reinem Aventurin und wurde speziell dafür geschaffen, deine Haut natürlich zu straffen und die Gesichtsmuskulatur zu entspannen. Herzlichen Glückwunsch. Es ist cruelty-free. Ja, es ist ein Stein, Leute. Herzlichen Glückwunsch, wir haben hier einen veganen und cruelty-free Stein. Ey, das ist doch, ich meine, das wird hier extra ausgelobt, ne? Steht hier drauf. Das ist doch bekloppt, Entschuldigung, aber das ist sowas, nein. Ist nichts für Claudi. Claudi ist da einfach, diese spirituelle Geschichte ist für mich nicht zugänglich. Herzlichen Glückwunsch, ein veganer Stein. Wer kennt ihn nicht? Hier haben wir die Nummer 7. Ich komme mir diesen veganen Stein nicht hinweg, Leute. Okay, das ist mal eine Farbe, die sich Farbe nennen kann, ne? Also eher Helligkeitsstufe, weil Grauglitzer. Ein Essie-Nagellack in der Farbe Gadget-Free. Das ist geil. Das ist richtig geil. Sieht der nicht geil aus? Das ist so richtig abgespaced. Das finde ich cool, das gefällt mir. Ich meine, ich würde mir da jetzt nicht, wahrscheinlich würde ich mir nicht meine kompletten Nägel so machen, oder? Ich meine, irgendwie hätte das schon was Galaktisches, ne? Wenn du deine kompletten Nägel silber machst. Aber ich find's also schön, ne? Das ist echt schön. Vielleicht auch so als einzelner Nagel, dann aber eher der Ringfinger. Schick, gefällt mir. Coole Farbe. Es ist auch mal nicht dieses klassische Rot, das finde ich auch so toll. Deswegen auch der Lippenstift. Mega. Weil es nicht dieses klassische Adventskalender-Rot ist. Ich glaube, das sollten die auch wirklich als Farben mal rausbringen. Adventskalender rot. Sowohl als Nagellack als auch als Lippenstift. Das wird passen. Aber das ist geil. Das ist eine schöne Farbe. Die gefällt mir. Super gemacht, Essie. Super gemacht. Die Nummer 8 ist auch schon wieder so schön groß. Und der Adventskalender macht mir richtig Freude. Und hier sind einfach mal 2 Produkte drin. Finde ich das geil? Ja, das ist voll meins, ne? Da machst du mich mit glücklich. Was haben wir hier? Shampoo und Conditioner. Das finde ich auch super, dass die so schlau waren und das in ein Kläppchen gemacht haben, weil sowas gehört zusammen und das in einem Kläppchen. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Grow Gorgeous Rescue and Repair Shampoo und Conditioner. Ja, for Damaged Hair. Ne? Also die beiden hübschen in so einem Lavendelton. Mega. Das finde ich geil. Jeweils 50 Milliliter zugemacht hier. Ja, riecht auch nach Lavendel. Ein bisschen nach etwas älter Mensch, was ich gut riechend finde. Das finde ich toll, das gefällt mir. Das werde ich verwenden. Super. Super, super. Oh, guck mal, den Conditioner sollst du sogar 2 bis 3 Minuten drauf lassen, damit er richtig einwirken kann. Das finde ich auch immer in Ordnung. Da kannst du deine Beine zwischendurch rasieren oder so, ne? Cool. Die Nummer 9. Das macht mir richtig Freude hier doch. Nach diesem Ekel-Bad-Entfernungsgeschichten-Gedöns hier sowas Schönes aufzumachen, das macht mir Freude. Gel Sculp von Illa Masca. Contouring Gel. Gel de Contour. Ach, Illa Masca habe ich mir immer mal wieder so angeschaut. Auch, ich glaube, auf Look Fantastic oder so gab es das auch. Weiß ich, oder gibt es das? Ich weiß es nicht. Die Farbe ist Silhouette. Ich weiß nicht, was das jetzt hier ist. Ah, okay. Ja, das ist so ein Contour-Stick, glaube ich, ne? Der ist schwarz. Uff, da kriege ich jetzt Angst vor.
Das muss ja auch nicht sein, dass ich da Angst vor kriege, ne? Nee, 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 nee. Also eine schwarze Kontur will ich mir jetzt nicht machen. Hammer. Aber ich bin ja eh nicht so der Fan von Creme-Kontur oder sowas. Da komme ich nicht mit klar. Da bin ich einfach zu unbeholfen für. Unbeholfen ist in dem Fall das nette Wort von zu dämlich dafür. 4 Gramm sind hier enthalten. Ja, ne? Nett. Wird aber definitiv irgendwie weiter wandern. Die Nummer 10. Oh, doch, da hat was gerappelt. Ich wollte gerade sagen. Ah doch, guck mal. Komm raus. Komm, trau dich. Zeig dich. Wer bist du denn? Oh, es ist Po. Entschuldigung. Wer kennt noch die Teletubbies? Hm? Po? War Po nicht auch rosa? Nee, Po war rot. Nee, Po? Welche Farbe hatte Po nochmal? Ich weiß es nicht. Das ist von Dr. Botanicals eine Sleeping Mask. 30 Milliliter sind hier enthalten. Oh Mann, ey. Ich muss das echt mal ausprobieren, ne? Es wird ja immer mehr. Hier überall hast du die ganzen Sleeping Mask und hast du nicht gesehen. Peter, cruelty free and vegan. Das finde ich auch ganz nett. Ja, und morgens muss es einfach abwaschen. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das selber verwenden werde oder weitergeben werde. Das weiß ich nicht. Die Nummer 11 ist ganz schön schwer wieder. Und hier ist eine Flüssigkeit drin. So Rose. Ausgleichender Bio-Gesichtstoner. Sehr, sehr schön. 100 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist 100% naturreines Rosenwasser in höchster Qualitätsstufe. Ohne künstliche Zusätze, Paraben und alkoholfrei. Sowas finde ich klasse. Ich mag ja sehr, sehr gerne Rosenwasser, Rosentoner. Also das ist voll meins. Boah, ich ist geil. Ich stehe drauf, ne? Ein bisschen weniger muffig als das Rosens, würde ich mal so sagen. Obwohl ich das Rosens vom Duft her richtig klasse finde. Das hier riecht etwas mehr ins Rosige tatsächlich rein und gefällt mir. Das wird verwendet, doch. Beruhigend, Feuchtigkeitsgehalt wird wiederhergestellt von der Haut, erfrischt. Jo, ne? Auch die 12 sollte ein Knaller sein. Jedenfalls so nach meinen Vorstellungen im Leben. Hier ist was ganz Kleines drin. Riesenstück. Mit einem kleinen Vieh drin. Das ist von Dr. Pawpaw. Das hatte ich schon mal. For Lips, Cheeks and Cosmetic Finishing with a Hint of Tint. Fragrance Free. Das ist cruelty free und vegan. Also das ist relativ teuer. Und das macht dir so einen richtigen peach-pinken Blush. Ne? Das ist halt ein Creme-Blush. Hatte ich in einer Box irgendwie mal mit drin. Ja, und hier sind jetzt niedlich 10 Milliliter drin, aber ich glaube, damit wirst du auch ewig hinkommen. Ich hatte das in so einer Riesentube. War überhaupt nicht meins, aber naja, ne? Das ist nichts für mich. Die Nummer 13, hoffentlich keine Pechzahl. Groß. Es ist nochmal in Luftpolsterfolie eingepackt. Foil Play. Nein, wie geil. Das ist eine Palette von nix. Ach, du ahnst es nicht. Pigment Palette. Palette de Pigment. Geil. Limit Love. Ich mach's auf und guck's mir an, okay. Ja, ich hab da Bock drauf. Ungeschminkt ging sie in dieses Zimmer. Geschminkt kommt sie wieder raus. Das ist echt so geil bei mir manchmal. So, wir haben hier 6 verschiedene Töne und die warten nur drauf, geswatcht zu werden, oder? Ho, Butter. Butter, aber grob halt, ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also knallt, aber man aufpassen. Huch. Also sieht schon heftig aus, muss ich sagen, ne? Kann man nichts zu sagen. Manche sind ein bisschen schwacher auf der Brust, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Krümmelze sind auf jeden Fall auch am Start. Ja, es ist halt glitzerig, aber es passt für einen Adventskalender, würde ich mal so sagen. Möchte ich irgendwas aufs Auge machen, um es mal anzugucken? Ja, was soll der Falschkreuz? Sieht wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, weil ich jetzt natürlich nicht unbedingt Foundation und so ein Kram alle drauf habe, aber wir versuchen es mal. Das Lila finde ich eigentlich ganz schick. Den mache ich mir mal auf das Auge hier. Ja, aber das ist definitiv etwas, wo man eine Cut Crease für brauchen würde, ne? Also das ist jetzt nicht so gut pigmentiert wie, ich sag jetzt mal, die 1991 Palette von Alicia Marie, die ich ja schon das ein oder andere Mal auf meinem Auge getragen habe und wo so viele mich gefragt haben, boah, was hast du da für einen geilen Lidschatten auf deinem Auge? Das hier ist deutlich gröber auch. Und krümelt wie Sau. Ui, da musst du aber vorsichtig mit dem Pinsel reingehen. Aber dann kriegst du nicht so das Pigment drauf. Das ist natürlich etwas schwieriger, damit zu arbeiten, ne? Also das ist nicht so eine easy peasy Palette. Das wäre jetzt nur das Lila. Jetzt mache ich mal meinen Pinsel etwas in meinem
Ich mache alles sauber, Tuch sauber und nehme mal das Dunkelblau, weil das sieht hier relativ geil aus, ne? Mit dem Fingerswatch. Sieht aber auf dem Auge bei weitem nicht so dunkel aus, ne? Es geht dann mehr ins Grünliche. Ich habe jetzt hier übrigens so einen Smudger-Pinsel von Essence. Und ist nichts für einen schnellen Look. Ja, das ist jetzt nicht ganz symmetrisch geworden. Und in das Zentrum gebe ich mir jetzt mal das Türkis, weil ich es schön finde. Ich bin voll am Glitzern hier oben, an den Lippen. Das ist natürlich ziemlich krass, aber hey. Nö, es ist ja auch ein bisschen testen. Das sieht geil aus. Mit dem Türkis da in der Mitte auf dem Zentrum, das ist schön. Ja, ne? Kann man wohl machen. Ist jetzt ein bisschen sehr bunt geworden, aber irgendwie hatte ich auch Bock drauf. Ich mache jetzt dieses Türkis auch nochmal so nochmal verstärkt mit dem Finger. Ich glaube, da kriegst du mehr mit. Krümmelst dich natürlich ein bisschen zu und schichtest auch ein bisschen viel rum, aber irgendwie will ich es auch gerade einfach schön haben. Boah, Alter. Wie mir einfach gerade der Lidschatten hier wegbröselt. Oh, 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 oh. Das ist ja uncool, ne? Wenn der Lidschatten... So, kann man zeigen, oder? Also ich habe jetzt ja bei dem Lila und bei dem Türkis schon so richtige Kugeln drin, weil ich echt intensiv rein musste, um überhaupt was auf mein Auge zu kriegen. Das ist natürlich kacke. So darf das eigentlich nicht laufen bei erster Benutzung, finde ich, ne? Aber ich will ja auch Kabam auf dem Auge haben und nicht nur so ein bisschen. Naja, egal. So sieht's auf jeden Fall aus. Gefällt mir. Ist ganz hübsch. Werde ich jetzt öfters auch verwenden. Ne? Aber wenn ich mir das so angucke, werde ich auch relativ schnell Hit the Pan kriegen, wenn das so weitergeht mit dieser Palette und mir. Die Nummer 14 rollt hier drin rum und hört sich nach Pflege an. Es ist von Mio Skin Light, nee, Skin Tight Body Serum. Tone Smooth Tighten. High Intensify Body Care. Okay, was machst du? 30 ml sind hier enthalten. Use once a day for 30 days on areas you want to lift and tone. Alter, du sollst es 30 Tage lang jeden Tag verwenden. Da sind die 30 ml aber ganz schnell weg. Und danach 3 bis 4 Mal pro Woche. Ja, ne? Ist wahrscheinlich relativ teuer. Und wenn du das so oft verwendest, ich weiß nicht, ich traue sowas nicht. Die 15 fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin. Das ist ultra leicht. Ist das? Dr. Dennis Groß. Alpha Beta Extra Strength Daily Peel. Einmal Exfoliate and Smooth und einmal Anti-Aging Neutralizer. Okay, das sind so Pads, mit denen du wahrscheinlich irgendwie so eine Art Maskeneffekt auch machen kannst. Das weiß ich noch nicht genau. Keine Ahnung, wie viel da drin ist. Jeweils ein Pad. Wird ausgetestet. Die Nummer 16. Mina oder 3INA, The Longwear Lipstick. Ach guck, jetzt haben wir hier einen Lippenstift mit 7 Millilitern drin. Ich hatte bislang von diesem 3INA auch schon das ein oder andere Produkt mal in anderen Boxen oder Adventskalendern drin gehabt. Und hier haben wir tatsächlich einen mega schönen Lippenstift. Ei, Baby. Oder bist du ein Liquid? Das ist, glaube ich, ein Liquid. Riecht nach nichts. Ist hier so ein Füßchen. So ein ganz schmales. Und das scheint so ein dunkelrot metallic zu sein. Ui. Ja. Das kriegt man immer so schwer geswatcht, wenn das so ultraflüssig ist, ne? Ja, wir gucken mal. Ich mach mir das mal auf die Lippen. Oh, der ist richtig Liquid Lipstick. Hier, das kitzelt voll. Kennst du das, wenn du den Liquid Lipstick aufträgst und es sich einfach an den Lippen kitzelt? Ah. Ja, ich habe jetzt natürlich noch den von MAC drunter, aber... Das geht wohl, ne? Der sieht jetzt relativ fleckig aus, ist er aber gar nicht. Das liegt an dem, der da drunter ist, glaube ich. Aber ich würde den definitiv nicht solo auftragen, weil dafür wäre er mir zu trocken. Ich merke nämlich jetzt schon, wie hart der antrocknet. Das ist echt krass. Also, ist eine ziemlich interessante Farbe. Es hat auch so einen leichten Braunstich. Es ist mal was anderes, definitiv. Also, ich sage ja immer, für mich sind diese dunklen Töne viel zu hart, aber da der diesen metallischen Shift drin hat und wenn ich darunter auch vielleicht den sogar von MAC weiterhin trage, geht das klar von der Farbe, ne? Das ist mal was anderes. Ist auf jeden Fall was anderes. Die Nummer 17.
Emma Hardy Midas Touch Revitalizing Cream 15 ml. Die hatte ich tatsächlich jetzt auch schon in dem einen oder anderen Adventskalender drin und auch schon in Boxen. Also, ne, ich guck mal, ob ich schon eine davon behalten habe. Ansonsten behalte ich die jetzt. Es ist halt eine ganz normale Anti-Aging Cream, die dir ganz viel Hydratisierung und Feuchtigkeit gibt, die dich liften soll, die die Hautelastizität kommen lassen soll und sowas alles. Also die soll mega geil sein und dann gucken wir einfach mal. Ja. Die Nummer 18. Ah, die hatte ich auch schon öfters mal. Die High Impact Mascara von Clinique in der Farbe 01 Black und da haben wir 3,5 ml drin. Ich müsste die sogar noch in meinem Backup-Schrank haben. Das heißt, das ist definitiv ein Produkt, was demnächst mal in einen anderen Adventskalender reinkommt. Jo. Ne? Mascara, kannst du nichts zu sagen. Ist geil. Nummer 19. Schwer. Oh, Hey Organic, finde ich schön. Face Tonic Kaktus, finde ich schön. Ja, das ist ein Toner mit Kaktus. Das gefällt mir, das ist vegan, das ist bio, das ist total grün und allen Kram. Also Hey Organic ist eine interessante Marke. Okay, so riecht also Kaktus. Riecht gut. Riecht wirklich gut. Schön fruchtig und angenehm und wird verwendet. Oh wow. Die 20 ist ganz schön groß und schwer. Das ist krass, was da wohl drin ist. Juul. Rituals Myth and Magic. Scented Candle, 60 Gramm. Hier ist eine Kerze drin, wie geil. Leute, passt auf. Feuer und Claudi, das passt nicht zusammen. Und dennoch will sie immer wieder irgendwas anzünden. Oh, boah, die riecht hier wie Weihnachtsmarkt gerade. Boah, Hammer, voll. Geil. Boah, krass, die riecht richtig geil. Die riecht nach Lebkuchen. Das hat hier so einen Verschluss übrigens, ne? Wonach Rituals Myth and Magic. Ja, die riecht sehr orientalisch nach Weihnachtsmarkt. Intensiv. Sehr, sehr gut. Und danach, wenn das hier quasi ausgebrannt ist, das ist hier nämlich richtig Glas, kannst du das richtig als Teelichthalter verwenden. Das ist schön. Das wird aber hier wieder verschlossen und dann zur Weihnachtszeit tatsächlich geöffnet. Weil ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen zu früh für den Duft hier, würde ich mal sagen. Aber geil. Das gefällt mir. Das finde ich klasse. Das ist schön, dass so eine Kerze mit drin ist. Und ja, ne? So ein bisschen Wärme und Liebe. Ja, ist toll. Die Nummer 21. Schon ein bisschen geöffnet. Ah, ja. Saint-Tropez Self-Tan Purity 14 ml Natural Glowing Skin. Ich mag kein Self-Tan. Auch wenn das jetzt im Winter wahrscheinlich relativ sinnvoll wäre, Self-Tan zu betreiben. Oh, ich habe aus einem anderen Adventskalender eins. Und vielleicht mache ich das hier. Aber das ist fürs Gesicht. Nee, nee. Nein. Ich bin blass und ich stehe auch dazu. Das ist vollkommen in Ordnung. Nee, das wird nicht bei mir bleiben. Saint-Tropez soll ja auch eine richtig geile Marke sein. Sau viele schwärmen davon, zeigen das in die Kamera und sagen, wow, guck mal, wie braun ich geworden bin und bla bla. Nein. Boah, jetzt auf den letzten Metern werden die Boxen auch ganz schön groß, ne? 22 haben wir hier. Die Pizzen sind fertig. Ich kann gleich was essen. Ich freue mich. You Go Girl Iridescent Jelly Highlighter. Das hier ist ein Jelly Highlighter. 9,35 Gramm sind hier drin. Ich hatte letztes Jahr in irgendeinem Adventskalender auch so einen Jelly Highlighter. Ich komme damit nicht klar. Also du kannst damit richtig eskalieren und glitzern und siehst aus wie Kabam und so. Ich mag aber keine Liquid Highlighter. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier im Adventskalender einen Liquid Highlighter, einen Creme Blush und einen Stick Contouring Stick haben. Ist echt schade, oder? Ich hätte gerne alles so als Puder gehabt. Das wäre irgendwie cooler für mich gewesen. Morphis Les Bis. Okay, ja. Eyes, Cheeks and Lips. Ich möchte aber gar nicht so aussehen wie das Mädchen. Auch wenn meine Augen schon gerade sehr bunt sind. Aber ich möchte das nicht. Nein. Die Nummer 23 ist auch schon wieder so groß. Ja. Hyaluron Melting Chew Mask. Ja. Eine Gesichtsmaske. 75 Gramm. Ein Stück. Für trockene Haut, das kann ich gut gebrauchen, das mag ich. Eine Emulsion-Gesichtsmaske mit Hyaluronsäure sorgt für intensive Feuchtigkeitspflege. 10 bis 20 Minuten drauf lassen. Geil. Wird getestet. Folgt mir auf Insta, da teile ich sowas immer. Geil. Das freut mich. Ich liebe Masken. Das ist auch so eine Tuchmaske. Oh, das merke ich richtig. Das ist so ein Flutschi da drin. Geil.
24. Highlight aus dem ganzen Adventskalender. Wir gucken mal, was drin ist. Raw bei, kann ich nicht lesen, Trice Blaken Scented Perfume Oil. 10 Milliliter. Okay, das ist ein Parfümöl. Our delicate perfume oil is crafted with precious oils blended to perfection for long-lasting fragrance. Ja, ich habe auch schon gehört, was hier halt auch draufsteht, ne? Dass man quasi Parfümöle nimmt, damit man länger einen Duft hat. Und das scheint hier der Fall zu sein. Also das ist dann ein richtiges Öl. Es sieht hübsch aus, es hat eine Palme mit drauf. Der Duft gefällt mir aber schon ganz gut. Nee, ich mache einen Parfümkalender und da kommt das wahrscheinlich mit rein. Es riecht auch nicht ganz nach dem, was ich halt so gerne mag. Das riecht sehr, sehr orientalisch. Eine leichte Frische hat es auch mit dabei, aber nicht ganz meine Welt. Naja, naja. So ihr Lieben, das war jetzt der Zalando Adventskalender. Hat mir persönlich eigentlich wohl ganz gut gefallen. Also den Großteil der Produkte werde ich tatsächlich auch selber behalten. Einen Teil gebe ich weiter, aber das ist nicht so schlimm. Also bei mir halt nicht. Ich bin halt auch echt verwöhnt, muss ich gestehen. Und deswegen, ne, bin ich da kein Maßstab. Ich würde mir den tatsächlich sogar nächstes Jahr wieder kaufen, in der Hoffnung, dass dann das ein oder andere Produkt eher in Puderform da ist und nicht in Stick- oder in Gelform. Ansonsten hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich blende hier auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Nicht vergessen, 79,95 € hat der Kalender gekostet, es muss knallen. Also ich gehe hier schon von 250 € aus, alles andere würde mich persönlich eigentlich, ne, enttäuschen. Und ja, doch, ne, muss ich wirklich so sagen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!